Herzlich willkommen zu diesem kurzen Erklärvideo zu barrierefreies PowerPoint, erweiterte Checkliste nach EN 301549. Ich bin Gottfried Zimmermann und leite das Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien. Und ich bin auch Leiter des Projekts Shuffle, aus dem heraus diese erweiterte Checkliste entstanden ist. Ich gebe Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über die Checkliste. Und dann zu den einzelnen Kriterien einfach ein paar Beispiele in PowerPoint, ohne dass das jetzt den Anspruch auf ein gutes Design oder Vollständigkeit hat. Sie können diese erweiterte Checkliste für sich verwenden. Sie dürfen sie auch abändern, solange Sie Ihre Änderungen, wenn Sie es weitergeben, dann kenntlich machen. Wir haben das unter einer CC BY 4.0 Lizenz veröffentlicht, sodass Sie freie Hand haben, weiterzugeben oder Änderungen durchzuführen. Ich möchte darauf hinweisen, dass alles, was Sie hier sehen, an Hinweisen sich auf den sogenannten Bearbeitungsmodus oder Ansicht bezieht. Also wenn Sie in PowerPoint sind unter Ansicht, dann ist das hier noch als normal gekennzeichnet. Das ist diese Ansicht, mit der man normalerweise eben arbeitet, um Folien zu bearbeiten. Es gibt natürlich auch die Ansicht der Präsentation, dass man eben nur die Folie, die einzelnen Folien sieht. Zum Beispiel hier, wenn ich sage, ab aktuelle Folie. Das ist, wenn man eben nicht editieren möchte, aber wir gehen davon aus, dass eben die Barrierefreiheit auch den Zugang zum Editieren beinhaltet. Es gibt auch noch andere Ansichten, die unter Umständen nützlich sind, die Gliederungsansicht oder die Foliensortierung oder Notizenseite oder Leseansicht, die hilft, mit weniger Ablenkung Folien zu bearbeiten, aber wir konzentrieren uns hier jetzt wirklich auf diese Bearbeitungsansicht, die hier mit normal gekennzeichnet ist. Es gibt auch Einschränkungen bezüglich dessen, wie diese Checkliste anwendbar ist. Also wenn Sie jetzt wirklich ganz fortgeschrittene Features verwenden in den PowerPoint, zum Beispiel Skripte einsetzen mit Visual Basic Script, oder explizit Formularfelder einsetzen, also mit der Formularfeld-Funktion von PowerPoint, dann müssten Sie sich woanders um Rat umschauen, denn aus Gründen der Vereinfachung und einfach der normalen Gebrauchstauglichkeit ist diese Checkliste jetzt so konzipiert, dass keine Skripte und keine expliziten Formularfelder vorkommen. So, jetzt werden wir nacheinander diese Anforderungen durchgehen. Die erste Tabelle der Checkliste enthält die Anforderungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind und jeweils dann auch mit der Nummer der Anforderungen, die in der europäischen Norm 301549 in Kapitel 10 vorkommen. Und das ist in Deutschland Pflicht einzuhalten für PowerPoint-Dokumente unter anderem. Und das ist so in der BitV 2.0 festgelegt. Jede Tabellenzeile hat eine ID, also eine Identifikationsnummer, zum Beispiel D1, D, weil es sich auf das Dokument bezieht. Und dann wird es noch erklärt unter Aspekt und unter der Spalte in digitaler Lehre besonders hilfreich für Personen, die, und da können Sie dann immer Erklärungen lesen, zum Beispiel eine Sprachausgabe oder einen Screenreader nutzen oder ein Dokument über eine Suchmaschine finden wollen. Ich werde jetzt in diesem kurzen Erklärvideo nicht weiter auf diese letzte Spalte eingehen. Das können Sie sich selbst anschauen. Ich werde jetzt versuchen, auch beide Dokumente parallel anzuschauen, nämlich diese Checkliste und die Testfolien als Veranschaulichung, sodass wir da möglichst schnell durchkommen. Der erste Checkpunkt ist, dass man die Metadaten richtig eintragen soll. Der Titel auf der ersten Folie ist bei den Metadaten hinterlegt, aussagekräftig und leicht verständlich. Wie gesagt, diese Testfolien sind nicht gedacht, hier ein Modell für Ästhetik zu sein. Es dient einfach dazu, Ihnen zu zeigen, wo die Dinge verfügbar sind in PowerPoint. Wenn ich auf die Metadaten zugreifen möchte oder verändern möchte, dann muss ich auf Datei klicken.
und dann auf Informationen. Und dann gibt es eine längere Liste, unter anderem unter der Rubrik Eigenschaften sehen Sie Titel und da kann ich dann drauf gehen und das sind, der Titel heißt Testfolien, also das ist okay, das entspricht auch dem, wie es auf der ersten Folie als Titel festgehalten ist. Übrigens, ich kann natürlich alles, was in PowerPoint an Funktionen zur Verfügung steht, auch über die Tastatur benutzen. Das hat Microsoft schon so einprogrammiert und deswegen sind auch manche Prüfschritte hier gar nicht relevant, weil die Tastaturbenutzung eben schon eingebaut ist in PowerPoint und ich mich nicht mehr darum kümmern muss, es sei denn, ich benutze irgendwelche erweiterten Features wie Visual Basic Script oder so, aber das haben wir ja ausgeschlossen. Ich kann also mit Tab durchgehen, ich kann auch die ganzen Menüs bedienen. Ich kann es mit Escape auch wieder zurückgehen auf meine Normalansicht und kann diese Menüs, ich mache es mal groß, damit Sie es besser sehen, also diese Menübänder oben im oberen Bereich, dadurch erreichen, dass ich einmal Alt drücke und jetzt zum Beispiel, wenn ich auf Datei gehen möchte und dann auf Informationen, ich habe jetzt D gedrückt für Datei und jetzt I für Informationen. Und dann für Eigenschaften ZC, dann kann ich jetzt alles per Hand bedienen. Ja, mit Tab kann ich dann wieder rein, praktisch sequenziell durchgehen, aber ich kann eben die entsprechenden Bereiche direkt anspringen über die Taste, die ich drücke, nachdem ich Alt gedrückt habe. Ich werde das jetzt nicht mehr weiter so machen, sondern werde jetzt die Maus verwenden, damit die sehen, besser erkennen können, was ich mache, aber gleichzeitig werde ich auch immer sagen, welche Aktionen ich ausführe. So, das war das Erste. Mit Titel in den Metadaten hinterlegen. Das ist wichtig, dass man auch später die Folien gut finden kann, wenn man sie sucht. Zum Beispiel auch, wenn sie auf ihren Websites irgendwo zum Herunterladen sind, dann kann eben über diese Metadaten auch, können sie gut gefunden werden. Der Checkpunkt D2 bezieht sich auf die Sprache des Dokuments. Die Hauptsprache des Dokuments entspricht der Sprache für die Rechtschreibung. Das heißt, ich gehe auf Datei und dann auf Optionen. Und jetzt gibt es eine auf der linken Seite verschiedene Auswahlen, Kategorien. Ich gehe auf Sprache und hier gibt es einmal die Office-Anzeigesprache. Da habe ich Deutsch eingestellt als bevorzugt. Das ist das, wie Ihr Office präsentiert wird, mit dem Sie arbeiten. Wichtiger jetzt in dem Zusammenhang ist das zweite, die Office-Erstellungssprachen und Korrekturhilfen. Das, was Sie hier als erstes angegeben haben, ist normalerweise das, was eben auch dann erscheint als voreingestellte Dokumentsprache für Ihre PowerPoint-Folien. Aber es kommt trotzdem manchmal vor, ich habe das auch schon erlebt, dass dann etwas Falsches dargestellt wird. Sie erkennen das daran, dass Sie, also das, was eingestellt ist, wird unten in der Statusleiste hier angezeigt als Deutsch, Deutschland in dem Fall. Wenn ich doppelklicke, kann ich im Moment nichts ändern, weil ich nichts ausgewählt habe. Ich kann das auch dadurch sehen, dass ich auf Überprüfen gehe und dann auf Sprache und dann nochmal auf Sprache. Ja, das ist jetzt ausgegraut mit Sprache für die Korrektur. Hilfe festlegen. Ich muss tatsächlich jetzt etwas auswählen. Ich wähle mal wirklich alles auf dieser Titelfolie aus. Mit Steuerung A geht es am besten. Jetzt habe ich sowohl den Titel als auch den Untertitel hier, Subtitle, ausgewählt. Und wenn ich jetzt nochmal auf Sprache und gehe, dann erscheint das Menü-Item Sprache für die Korrekturhilfen festlegen und kann jetzt hier Deutsch einstellen. Ich hätte das genauso gut über die Statusleiste hier machen können mit einem einfachen Klick auf Deutsch, Deutschland. Manchmal muss man jetzt wirklich die einzelnen Folien durchgehen, Steuerung A drücken und dann jeweils für alles das neu einstellen, falls das nicht stimmt. Das ist manchmal ein bisschen mühsam. In der Regel sollte es aber die voreingestellte Sprache verwenden. Natürlich muss man auch einzelne Wörter, die in fremden Sprachen notiert sind, als fremdsprachig markieren. Da kommen wir später noch dazu.
Wir kommen weiter zu dem Checkpunkt D3. Dokument, eine Bezugnahme auf interne oder externe textliche oder grafische Objekte erfolgt durch explizite Benennung, nicht allein anhand einer Beschreibung über visuelle oder auditive Merkmale. Das gilt für das Web, das gilt auch für andere Arten von Dokumente. Man soll nicht sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Balkendiagramm habe und sage, dann schauen Sie sich den mittleren Balken an. Oder schauen Sie sich den Balken mit der größten Länge an. Das wäre eben Bezugnahme auf auf ein visuelles Merkmal. Und das geht nicht. Ich müsste dann sagen, schauen Sie sich den Balken mit der Kategorie Sozialschutz an, zum Beispiel. Und dann kann eben auch jemand, der jetzt den Balken nicht visuell sieht, sondern entsprechend über den Alternativtext den Wert sich anschauen kann, dann kann der eben hier das genauso machen. Nächster Checkpunkt ist D4. Wenn Farben zur Übermittlung von Informationen eingesetzt werden, zum Beispiel in Diagrammen oder zur Markierung von Texten, vermitteln auch Beschriftungen, Symbole oder Muster die gleichen Informationen. Also ich mache das jetzt mal groß, damit wir dieses Diagramm sehen. Da geht es um den Bericht der Überwachungsstelle Deutschland von 2020 bis 2021. Und ich habe jetzt alle Balken orange markiert. Das ist okay, weil ich direkt drunter geschrieben habe, was sie bedeuten, also Sozialschutz, Gesundheitswesen und so weiter. Würde ich jetzt das nicht direkt drunter schreiben, die Balken, was sie bedeuten, sondern über eine Legende, über Farbkodierungen oder so, dann müsste ich zusätzlich auch noch verschiedene Muster zum Beispiel definieren. Das würde relativ schwer werden, weil ich müsste dann 10 Muster hier definieren. Deswegen, oder ich könnte sie auch durchnummerieren und per Nummern dann in der Legende aufführen, sowas machen. Aber ich darf nicht allein über Farbe jetzt die Unterscheidung zwischen den Bedeutungen der Balken kodieren. Entsprechend gilt es natürlich auch, wenn ich Links darstelle oder etwas anderes mit Farbe kodiere. Jetzt geht es in F1 um den Titel einer Folie. Folientitel sind mithilfe von Überschriften und Textfeldern erstellt. Also es geht darum, dass ich jetzt nicht einfach sage, ach, ich füge mal ein neues Feld ein und das ist dann mein Titel, ich mache das einfach größer und so. Sondern wenn ich eine neue Folie mache, dann gibt es ja hier dieses Feld für den Folientitel, da steht auch Titel hinzufügen. Und das nutze ich, um einen Titel reinzuschreiben. Es gibt auch Fälle, wo ich den Titel gar nicht sichtbar haben möchte. Und das zeige ich jetzt mal. Dann kann ich den Titel auch herausnehmen aus dem sichtbaren Bereich und dann irgendwas reinschreiben. Nicht sichtbare Folie. Und hier irgendwie ein größeres Diagramm oder etwas darstellen. Das ist auch okay, solange es eben in diesem für den Titel definierten Platzhalter ist. Dann als nächstes F2. Folientitel sind aussagekräftig. Ja, das ist wie bei anderen Dokumenten auch, wenn ich Überschriften habe. Hier sind ja die Folientitel, die Überschriften. Und das sollte eben jetzt eine aussagekräftige Botschaft sein. Überprüfungen von Websites habe ich hier. Und es sollte nach Möglichkeit, aber das ist eine Empfehlung, auch keine Wiederholung von Folientiteln auftreten. Dann kommen wir zu F3. Die Lesereihenfolge für die Elemente einer Folie ist logisch. Und es gibt eine Ausnahme für dekorative Elemente, die ist egal, wie die positioniert sind. So, das ist jetzt sehr wichtig, weil eben die Lesereihenfolge nachher das ist, wie ein Screenreader-Benutzer die Elemente nacheinander vorgelesen bekommt. Und das sollte dann eben auch logisch sein. Die Reihenfolge kann ich
dadurch feststellen, ich gehe auf Überprüfen, dann auf Barrierefreiheit Überprüfung und dann Lesereihenfolgebereich. Übrigens, es macht Sinn, solche Funktionen, die Sie öfters gebrauchen, hier auf dieser Schnellzugriffsleiste zu positionieren. Das können Sie machen, indem Sie hier weitere Befehle auch bei dieser Einstellungsmöglichkeit für die Schnellzugriffsleiste auswählen. Jetzt sehe ich die Lesereihenfolge nicht zu verwechseln mit der Darstellungsreihenfolge, die in der Regel genau umgekehrt ist. Ich zeige Ihnen gleich noch, was das mit der Darstellungsreihenfolge ist. Jetzt aber diese Lesereihenfolge zuerst. Ich habe auf der rechten Seite jetzt so ein kleines Panel, da steht Lesereihenfolge. Und jetzt sehe ich hier, wenn ich darauf gehe, Titel 4, Überprüfungen von Websites, dann der Inhaltsplatzhalter, dann die Foliennummernplatzhalter und dann die Grafik. Die Foliennummern sollte man eigentlich immer dekorativ machen. Das kann ich hier sogar gleich ganz schnell machen in dieser Lesereihenfolge-Darstellung. Ich gehe einfach auf die Checkbox und mach das Element inaktiv und dann ist es eben als dekorativ markiert. Ich kann das auch über den Alternativtext so einstellen, aber hier geht es ganz gut. Und ich kann das dann, wenn ich möchte, auch noch ans Ende ziehen, obwohl es hier keine Bedeutung hat, weil es dekorative Elemente eben aus der Lesereihenfolge im Prinzip ausgenommen sind. Wenn die Lesenreihenfolge nicht stimmt, weil ich irgendwie was Falsches gemacht habe, dann kann ich die umsortieren durch Ziehen mit der Maus oder über diese Tasten, die da drüber sind, oder Buttons einmal nach oben und dann nach unten beschriftet. Also immer zuerst den Titel und dann eben in der Reihenfolge, wie man eigentlich das auch vorstellen würde, sodass es logisch ist. Ich wollte ja noch zeigen, was jetzt im Unterschied dazu diese Darstellungsreihenfolge ist. Die finden Sie unter Start und dann Anordnen. Und dann kann man Vordergrund, Hintergrund, Ebene nach vorne, Ebene nach hinten. Das sind die Schichten der Darstellung, wie sich was überdeckt. Und ich kann das auch über den Auswahlbereich mir anzeigen lassen. Und das ist jetzt genau die umgekehrte Reihenfolge. Typischerweise kommt zuerst die Foliennummer, dann die Grafik, dann der Inhaltsplatzhalter und dann der Titel. Orientieren Sie sich möglichst nichts daran. Da gibt es auch noch die Funktion, dass ich Dinge ausblenden kann, dass man sie nicht sieht. Das ist von der Barrierefreiheit her nicht ratsam, das zu verwenden. Also immer über die Folienreihenfolge, über Überprüfen und Barrierefreiheit überprüfen, Folienlesereihenfolgebereich. Und dort einstellen. Das ist ganz wichtig für Folien. Die automatische Prüfung in PowerPoint hilft Ihnen, unlogische Lesereihenfolgen zu entdecken. Manchmal ist aber auch die Überprüfung so, dass sie eine Warnung ausgibt, aber dass man trotzdem eigentlich es richtig hat, das muss man einfach von Hand überprüfen. Der nächste Checkpunkt. F4. Es werden die in PowerPoint vorgegebenen Vorlagen als Folienmaster verwendet, gegebenenfalls mit Änderungen. Die Platzhalter werden entsprechend ihrer Bedeutung befüllt. Also ich kann in PowerPoint über Ansicht und dann Folienmaster eben jetzt die Master editieren. In dem Fall habe ich jetzt im Prinzip zwei Sätze von Masterfolien, einmal die hier, also das, was ein Satz markiert, da gibt es immer die erste Folie, die erste Masterfolie ist immer so nach links gerückt und dann kommen darunter eben die Folien für verschiedene Zwecke, die dazugehören, zum Beispiel eine Titelfolie und eine Titel- und Inhalt-Layout und so weiter. Und dann auch mehrere Spalten und so. Und wenn ich jetzt hier mir das zusammenbaue, dann muss ich natürlich entsprechend auch die richtigen Platzhalter verwenden für Inhalt und Text. Und diese Platzhalter erscheinen dann, wenn ich mir eine Folie anlege,
eben entsprechend in einer neuen Folie. Hier Platzhalter für Titel, hier Platzhalter für Inhalt. Und ich darf natürlich jetzt nicht das umgekehrt befüllen, den Titelplatzhalter mit Inhalt und umgekehrt, sondern ich muss mich daran halten, weil die Semantik hier natürlich wichtig ist. Der nächste Checkpunkt, F5. Im Folienmaster gibt es nur dekorative bzw. mit dem Folieninhalt redundante Bilder und Textinhalte. Es ist einfach so, wenn ich im Master bin, ich gehe mal nochmal kurz in den Master, ich habe mir das in die Schnellleiste gelegt. Wenn ich dann irgendwelche Elemente einbette, hier zum Beispiel ein Logo von dem Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit, dann wird das nicht. Ich kann das zwar hier mit Alternativtext versehen, aber es wird nachher in PowerPoint als dekorativ automatisch ausgegeben. Das heißt, ein Screenreader-Nutzer bekommt es nicht mit, was da als Verzierung dasteht oder als Logo. Das heißt, wenn es Ihnen wichtig ist, dass eben dieser Text auch von allen Benutzern oder diese Grafik von allen Benutzern gelesen und erkannt wird, dann dürfen Sie es nicht in den Folienmaster nehmen, sondern Sie müssen es direkt als Bild in die Folie einfügen. Das ist so ähnlich wie im Web HTML. Da hat man eben Bilder eingefügt mit Alternativtext, aber bei CSS, Background Image, das ist immer dekorativ. So ist es hier auch mit dem Folienmaster. F6, Animationen für Objekte und Folienübergänge werden sparsam eingesetzt, höchstens 5 Sekunden lang. Das kennen wir ja auch schon vom Web. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo sage, ich lasse jetzt hier diese Grafik hier einfliegen oder sowas, es gibt ja hier Animationen und ich könnte das jetzt irgendwo einfliegen lassen, dieses Objekt. Dann, wenn ich mir das jetzt anschaue, als Option hinzufügen. Wenn ich mir jetzt die Leiste anschaue an dem Animationsbereich, jetzt habe ich es gleich zweimal gemacht, egal, ich lösche das wieder, dann es ist eigentlich ratsam, gar keine Animation zu verwenden, aber wenn Sie unbedingt möchten, dann bitte nicht länger als 5 Sekunden hier das Ganze von der Dauer her einstellen. Extrem langsam wären 20 Sekunden, das sollten Sie nicht machen. Generell ist davon abzuraten, weil es einfach ablenkt. Das gleiche gilt übrigens für Folienübergänge. Jetzt geht es um Kopf- und Fußzeilen und Foliennummern. Das ist ja etwas, was sehr beliebt ist bei PowerPoint-Folien, dass man eben das immer irgendwo noch eine Kopf- oder eine Fußzeile hat und möglichst viele Icons drin und Informationen. Wichtig ist, dass diese Informationen, die in Kopf- und Fußzeile stehen, nicht von Screenreader-Nutzern erkannt werden. Das heißt, es wird davon ausgegangen, die sind alle dekorativ. Die müssen nicht vorgelesen werden. Und sowieso die Foliennummer bekommt man im Screenreader sowieso auf andere Weise mitgeteilt. Also das braucht man nicht sehen. Das heißt, wenn Sie Kopf- und Fußzeilen verwenden, dann bitte nur so, dass es Informationen sind, die sowieso woanders auch schon stehen und deshalb dekorativ sind. Also ein Kopf- und Fußzeile kann man über einfügen, Kopf- und Fußzeile und jetzt in Folie einschließen, Datum und Uhrzeit zum Beispiel, kann ich sagen automatisch, die Foliennummer automatisch, in der Fußzeile schreibe ich noch irgend sowas wie Testfolie und dann sage ich übernehmen und jetzt hat er das alles irgendwo unten übernommen, aber ist überdeckt. Das ist auch interessant. Offensichtlich nicht. Ich habe das nicht definiert gehabt. Ich gehe mal auf eine andere Folie, die einen normalen Text hat. Und es muss eben auch im Master, im Folienmaster so eingetragen sein, wo das positioniert ist. Ich mache das nochmal, übernehmen. Und jetzt sehe ich unten so eine Graberschrift. Das Datum, Titeltestfolie und die Nummer 3. Und das sind jetzt Dinge, die, würde ich mal sagen, sind redundant, weil das vermutlich irgendwo anders auch schon steht. Und dann ist es okay. Aber nur,
redundante Informationen in Kopf und Fußzeile stecken. Dann geht es jetzt als nächstes um Spalten. Wenn Sie also Spalten für Texte definieren, also jetzt nicht irgendwelche Spalten, die Sie selber sich über Objekte zusammenbauen, sondern es geht darum, den Text. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen langen Text und ich möchte jetzt die Spalten so machen, dass praktisch in zwei Spalten sind. Da gibt es unter Absatz, also im Menü beim Start unter Absatz ein Button, der heißt Spalten hinzufügen oder entfernen. Wenn ich darauf gehe, dann kann ich eine, zwei, drei Spalten oder mehr Spalten auswählen. Dann kriege ich einen Pop-up-Dialog, und wo ich die Anzahl der Spalten auswählen kann und da bitte Abstand, also empfohlen ist mindestens 0,6 Zentimeter. Ich mache mal 1 Zentimeter. Okay, und jetzt habe ich da automatisch zwei Spalten, die auch ineinander überfließen. Das heißt, ich muss nicht von Hand definieren, wie viel in der ersten und wie viel in der zweiten Spalte ist. Das kann ich also machen, aber bitte nicht irgendwie mit Tab dann jetzt hier die einzelnen Zeilen aufbrechen in eine linke Seite und eine rechte Seite. Jetzt geht es um den Text selber. T1 besagt, die von der Hauptsprache abweichenden Textpassagen sind jeweils mit der passenden Sprache markiert. Jetzt geht es um den Sprachwechsel. Also nehmen wir an, das Wort Handreichungen wäre jetzt eine andere Sprache. Dann würde ich hier jetzt anklicken, überprüfen, Sprache für die Korrekturhilfen festlegen und wir sagen Englisch. Ich kann das genauso hier unten in der Statuszeile machen, aber ich mache das jetzt wieder rückgängig. Es ist ja Deutsch. Dann kommen wir zu T2. Absätze sind nicht mit Tabulator oder weichem Zeilenumbruch, sondern mit dem Absatzumbruch erstellt. Also Absätze, wenn ich jetzt hier nochmal einen Absatz hätte, zweiter Absatz. So, ich habe wirklich Enter gedrückt hier und nicht nur, ich zeige jetzt mal, wenn ich Shift-Enter drücke, ist dieser weiche Umbruch. Das ist kein neuer Absatz, sondern nur neue Zeile und das gilt dann eben nicht als neuer Absatz und das wäre hier falsch, das zu verwenden. Man muss hier schon klar unterscheiden zwischen nur neue Zeile im gleichen Absatz, dann drücke ich Shift-Enter oder wenn ich einen neuen Absatz machen möchte, drücke ich Enter. Es ist hier nicht so leicht möglich, sich das anzeigen lassen mit den Paragraphzeichen wie bei Word. Man muss es anhand des Abstandes selber feststellen, ob es sich um einen weichen oder einen harten Zeilenumbruch oder dann ein harter ist ja dann ein Absatzumbruch handelt. T3 besagt, Texte haben ein ausreichendes Kontrastverhältnis zum Hintergrund. Für große Texte ab 18 Punkt bzw. fette Texte ab 14 Punkt mindestens 3 zu 1, für alle anderen Texte mindestens 4,5 zu 1. Das können Sie ausmessen mit irgendeinem Contrast-Prüfprogramm. Aber auch die eingebaute Prüfung in PowerPoint ist da schon ganz gut und fischt Fehler raus, die auf Kontrast zurückzuführen sind. Jetzt kommen wir zu semantischen Objekten, zum Beispiel Listen, Aufzählungen. L1 besagt, Listen und Aufzählungen sind mit Listen bzw. Aufzählungsformaten erstellt. Also hier habe ich diese Folie und da ist eine Liste. Und jetzt kann ich eben über der Start, unter Start und dann unter Aufzählungszeichen eben das als Liste markieren oder auch nicht. Ich kann es auch als geordnete Liste markieren, dann muss ich eben hier auf das entsprechende, den Button Nummerierung klicken. Aber es ist jetzt eine nicht geordnete, deswegen einfach nur den Punkt. Und ich kann aber auch beliebig dieses Zeichen auswechseln und das hat dann keine schädliche Wirkung auf die Barrierefreiheit. Das darf ich machen. Allerdings, wenn ich
jetzt ein Element anders markiere als die anderen und damit irgendwie zum Ausdruck bringen möchte, das ist jetzt etwas Besonderes, dann sollte ich das eben auch als Text irgendwie wiedergeben. Zum Beispiel hier mit der Checkmark schreibe ich jetzt einfach okay in Klammern dahinter, damit es klar ist, dieser Eintrag hat jetzt eine besondere Bedeutung, die mit okay markiert ist. Es kann auch sein, dass jemand bezahlt hat oder nicht bezahlt oder so, dann kann man das so auch entsprechend hinschreiben. L2 besagt, es sind nur Inhalte als Liste oder Aufzählung ausgegeben, die auch wirklich eine Liste Aufzählung darstellen. Genau, also eine Liste sind einfach eine Sammlung gleichartiger Objekte und das muss dann auch so sein, wenn es eben so entsprechend auch ausgezeichnet ist. Jetzt kommen wir zu Links. N1 besagt, Linktexte sind im Zusammenhang mit dem Textkontext aussagekräftig. Also wenn ich einen Link irgendwo einfüge, zum Beispiel Überblick, und jetzt Steuerung K ist die Kurzform für Link. Und ich gebe jetzt irgendwo eine Webseite an, zum Beispiel https www.example.com. Dann sollte das eben auch aussagekräftig sein, dieser Link. Und zwar im Zusammenhang. Also Überblick über Inhaltstypen gehört hier jetzt im Prinzip zusammen. Das heißt, wenn es im Kontext noch deutlich ist, worum es geht, dann ist es okay. Ich würde hier aber schon auch empfehlen, dass man dann wirklich, wenn es sich um sowas handelt, Überblick über Inhaltstypen ganz markiert, damit es eben auch ganz als Linktext vorgelesen wird und eindeutig ist, so wie im Web, das ja auch üblich ist. Bei den Empfehlungen kommt dann noch, dass man möglichst URLs im Rohformat vermeiden sollte, aber das ist nur eine Empfehlung, das ist nicht gesetzlich gefordert. Also ich dürfte theoretisch auch schreiben, hier www.example.com, und es wird in PowerPoint ja dann automatisch auch als Link erkannt und markiert. Es ist aber nicht zu empfehlen, sondern es wird einfach dann vom Screenreader so vorgelesen. Besser wäre es, man macht dann wirklich einen entsprechenden Text, der menschenlesbar ist, darüber als Linktext. So, jetzt geht es um Grafiken. Ah, da hätte ich fast was übersprungen. G1, inhaltstragende Grafiken, Diagramme, Gruppierungen von Grafiken, Videos und Audioclips haben einen kurzen, prägnanten Alternativtext. Also das kennen wir ja schon von überall her, auch vom Web. Wenn ich jetzt irgendwie eine Grafik habe, dann nehmen wir mal an, das wäre eine einfache Grafik, dann kann ich die mit dem Alternativtext, dann kann ich überprüfen, aufrufen, überprüfen und jetzt Barrierefreiheit überprüfen, Alternativtext. Ich habe jetzt hier nur stehen Balkendiagramm. Das ist zu wenig. Ich müsste hier wirklich schreiben, jetzt in dem Fall, also es gibt zwei Möglichkeiten. Also eigentlich sollte ich jetzt hier bei diesem Diagramm, kommen wir gleich dazu, eine längere Erklärung schreiben oder eben die Tabelle, die diesem Diagramm zugrunde liegt. Wenn es sich um eine einfache Grafik handelt, sagen wir zum Beispiel, Mann mit Tablet in der Hand oder so, dann reicht es, dass ich das hier als Alternativtext eintrage. Und der kompliziertere Fall kommt jetzt. Übrigens, das gilt auch, diese Pflicht für Alternativtext gilt auch für Videos und Audioclips, die ich eingebettet habe. Ich muss da nicht den Inhalt wiedergeben, den ganzen. Das macht man durch andere Mittel, sondern ich muss einfach nur kurz sagen, was ist der Titel, worum geht es hier. Und in dem Fall wäre angebracht, hier zu schreiben, Balkendiagramm, ups, falsche Taste, Verteilung der überprüften Websites. Also das, was da oben steht als Titel, das wäre jetzt ein angemessener Alternativtext. Und jetzt wäre auch angemessen als zweites, da kommen wir jetzt dazu, G2 besagt nämlich inhaltsschwere Fotos, Grafiken, Smart Arts. Diagramme sowie Gruppierungen von grafischen Elementen sind zusätzlich im Dokument
als Text auf Folie, Notizen zur Folie, separate Folie oder Link zu einer Webseite ausführlich beschrieben oder interpretiert. Also wenn ich ein Diagramm habe, dann ist es eigentlich am besten, wenn ich die Tabelle, die zugrunde liegt, entsprechend auch hier irgendwo abbilde. Das kann ich natürlich auch über einen Link machen. Ich könnte zum Beispiel hier jetzt drunter schreiben. Jetzt mache ich es einfach mal auf die Schnelle hier mit einem Textfeld. Könnte eben hier drunter schreiben. Diagramm, so dass für alle sichtbar ist als Text. Diagramm, Verteilung der überprüften Websites, Daten oder genaue Daten, siehe nächste Folie. Und dann würde ich auf der nächsten Folie eben, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich würde da die Tabelle darstellen mit den Werten, die hier als Balkendiagramm dargestellt sind. Und wenn ich diese Folie nicht zeigen möchte in der Präsentation, dann kann ich sie immer noch ausblenden. Aber das wäre ein guter Weg. Im schlimmsten Fall kann ich auch noch hier dieses Notizenfeld damit befüllen, dass ich die Daten genau hier angebe. Aber es ist besser, Sie machen das auf eine andere Weise, weil der Notizenteil würde zum Beispiel verloren gehen, wenn ich nach PDF konvertiere. Jetzt gibt es auch noch Grafiken, die keine inhaltliche Bedeutung haben, sogenannte dekorative Grafiken. Das ist hier unter G3 festgehalten. Also da kann ich dann draufklicken und da gibt es dieses Feld als dekorativ markieren in diesem Alternativtext-Panel. Und wenn ich das markiere, dann wird der Alternativtext ausgegraut, der ist dann nicht mehr von Bedeutung, aber es ist ja inhaltstragend, deswegen mache ich das wieder weg. Jetzt geht es um Grafiken, die verlinkt sind. G4 besagt, eine verlinkte Grafik, die Text darstellt, hat diesen Text auch im Alternativtext. Also wenn ich habe ich jetzt kein Beispiel, aber wenn ich irgendwo eine Grafik habe, die ich verlinke, kann ich ja machen, Steuerung K und dann einen Link angeben. Dann sollte eben auch im Alternativtext das unter anderem das stehen, was als Schrift in dieser Grafik zu erkennen ist. Da geht es darum, dass man dann eben auch bei Spracheingabesystemen entsprechend das einfach sagen kann, was man sieht und die Spracheingabe weiß dann, was gemeint ist. G5 besagt, es werden keine Bilder und kein Wordart eingesetzt, um Texte darzustellen, sogenannte Schriftgrafiken. Da gibt es eine Ausnahme, aber die ist eher ja, ganz selten. Ich würde sagen, halten Sie sich einfach dran. Zum Beispiel sollten Sie keine Wordart verwenden hier. Es gibt es ja unter Einfügen. WordArt und dann kann ich ganz tolle Bilder von Schriften darstellen. Das sollten Sie meiden, das macht Probleme bei der Barrierefreiheit. Insbesondere für Screenreader-Nutzer. G6 besagt, es werden keine animierten Grafiken, sogenannte GIFs, verwendet. Also da Finger weg, die lenken ab, die kann man nicht stoppen als Betrachter und deswegen sollten wir die vermeiden. G7 besagt, grafische informationstragende Elemente, zum Beispiel Linien, benachbarte Flächen, haben einen Mindestkontrast von 3 zu 1 zum Hintergrund. Also das geht vor allem auch um Diagramme und so. In diesem Diagramm berühren sich die Balken nicht, aber wenn die jetzt nebeneinander stehen würden, dann sollte ich entweder einen starken Kontrast haben von mindestens 3 zu 1 oder ich könnte auch Linien drumherum ziehen. Und die Linien müssten dann aber auch einen starken Kontrast haben zu den Flächen. Und dann wäre die Linie eben auch klar zu erkennen als Trennlinie zwischen den beiden Balken. Mathematische Formeln ist das nächste Objekt, das wir betrachten beim Checkpunkt R1. Ich habe eine
ganz kleine Formel, dy durch dx hier. Und das kann man eben dadurch erzeugen, dass man hier in der Formel unter Einfügen, Formel, dann eben hier eine Formel auswählt und dann entsprechend angibt und befüllt. Und dieser Formel-Editor, der eingebaut ist in PowerPoint, der funktioniert inzwischen auch in der Regel mit Screenreadern. Das ist die bevorzugte Weise, sodass auch Formeln dann von Benutzern mit Screenreadern auch gelesen werden können. Der nächste Checkpunkt B1 besagt, Tabellen sind über Tabelle einfügen erzeugt. Und da gibt es jetzt noch ein paar Dinge zu beachten bei Tabellen. Das ist in B2 und B3 und B4 festgehalten. Also, wenn ich eine Tabelle einfüge, dann gibt es hier die Möglichkeit, ich bin jetzt hier im Textfeld, ich kann das aber auch außerhalb des Textfeldes machen. Dann gehe ich auf Einfügen und Tabelle und dann kann ich ja auswählen, wie viele Spalten und Zeilen ich haben möchte. Ich kann auch das Layout verändern. Das Layout ist für die Barrierefreiheit erstmal beliebig, aber ich muss ein solches Layout auswählen, das dann auch einen starken Kontrast hat und nicht alle diese angebotenen Layouts haben auch ausreichend Kontrast. Ich nehme jetzt mal dieses Schwarze, das hat auf jeden Fall genügend Kontrast und trage jetzt irgendwas ein. Spalte 1, Überschrift, Spalte 2 und so weiter. Und würde hier dann irgendwelche Werte eintragen als Tabelleninhalte in der zweiten Zeile. Und jetzt ist eben wichtig, wenn ich die Tabelle markiere, dass ich unter dem Tab oder Register Tabellenentwurf ankreuze, wie viel hat die Tabelle eine Überschriftszeile und ist vielleicht die erste Spalte auch eine Überschrift? Also wenn ich da praktisch auch noch Zeilenüberschriften in der ersten Spalte habe, dann muss ich auch erste Spalte mit anklicken. Ansonsten, wenn ich nur eine Überschrift für die Spalten habe in der ersten Zeile, dann nehme ich nur, habe ich nur die Überschrift aktiviert. Das sind die zwei wichtigen Dinge, Überschrift und erste Spalte zu markieren für die Barrierefreiheit. Beim Layout kann man auch andere Dinge verändern. Wichtig ist, dass Sie keine Tabellenzellen miteinander verbinden, wie man das hier machen kann unter Layout, Zellen verbinden. Ich mache das wieder rückgängig, das sollten Sie nicht machen aus Gründen der Barrierefreiheit. Ja, das habe ich schon gezeigt mit Kopfzeile und erste Spalte. Nicht miteinander verbinden habe ich auch gezeigt. Und jetzt, wenn Sie tatsächlich Bedarf haben für komplexe Tabellen, dass man also jetzt sagt, jetzt brauche ich nochmal eine Dimension. Zum Beispiel, wenn ich einmal die Jahre habe und dann nochmal als Dimension die Quartale darunter und dann noch vielleicht Eingaben und Ausgaben oder sowas. Dann sollten wir eben mehrere Tabellen machen, zum Beispiel eine Tabelle pro Jahr und die hintereinander darstellen. Und dann ist das für alle Betrachter besser lesbar, als wenn ich anfange, hier praktisch zwei Überschriften zu machen. Ich könnte aber auch Folgendes machen. Ich könnte auch hier schreiben 2022 Q1, 2022 Q2 und so weiter und komme ich dann eben, muss es eben einzeln aufführen. Das ist auch möglich. Jetzt kommen wir zu Videos. Wir haben hier in dieser Checkliste auch erlaubt und ja, wir berücksichtigen, dass Sie eventuell Videos einbetten. Das können Online-Videos sein oder auch Videos, die Sie direkt einbetten. Wir empfehlen eher Online-Videos, weil das eben dann auch nicht so viel Speicherplatz verbraucht, wenn man zum Beispiel so eine Datei versendet. Ich habe hier einmal ein eingebettetes Video als Beispiel. Das kann man einbetten, indem man sagt einfügen und dann Video und dann dieses Gerät, Video einfügen aus dieses Gerät. Ich zeige jetzt ein Video, das eingefügt wurde als Online-Video. Kann man dann angeben, wie die URL ist und so weiter. Das ist jetzt leider ein bisschen groß geraten.
Also ich mache das jetzt nicht, weil ich habe das vorher schon gemacht. Es entsteht dann eben so ein Videoobjekt auf der Folie, das ich dann eben auch anklicken kann und es dann abläuft. Und jetzt ist das Video aus YouTube heraus Hallo, und hier ein neues damit Video habe ich vom jetzt auch den Kompetenzzentrum für YouTube-Player digitale gezeigt. Barrierefreiheit So, an ich der mache mal wieder Hochschule auf der Pause. Medien. Und ich kann jetzt auch zum Beispiel die Untertitel aktivieren und das sollte eben so sein, dass ich Im Untertitel Stuttgart. auch hinterlegt Ich habe bin Klaus Honold und in selbst in dem Online-Video. Das heißt, jetzt ist einfach der YouTube-Player hier und der ist soweit barrierefrei und das ist dann okay. Ich sollte auch für jedes Video einen Alternativtext definieren. Das sehen wir hier rechts in dem Panel Alternativtext. Da steht jetzt Apple Voice-Over Screen Reader Demonstration. Eine Audiodeskription, das kommt dann unter G3. Als zweite Tonspur oder ein separates Video brauche ich dann, wenn eben Inhalte visuell gezeigt werden, die nicht erklärt werden oder die nicht beschrieben werden in der Tonspur. Hier bei unseren Lehrvideos machen wir es eigentlich immer so, dass wir alles sagen und beschreiben, was wir machen, so wie ich das jetzt im Moment auch versuche, sodass man keine Extraversion mit Audiodeskription braucht. Zusätzlich zu beachten, hier unter V2 aufgeführt ist, dass die Videos nicht flackern sollen. Gefahr besteht dann, wenn sie mehr als dreimal pro Sekunde flackern mit einer bestimmten Intensität und man in einer bestimmten näheren Entfernung, also nah drauf schaut, dann könnte es einen photosensitiven epileptischen Anfall verursachen, und das wollen wir ausschließen. Dann V4 besagt, dass die Audiodeskription keine relevanten auditiven Informationen überdecken soll bei Videos. Das ist eben, wenn man drüber spricht, über Dialoge oder so, dann kann das passieren. Das sollte man eben nicht machen. Gilt aber nur dann, wenn Sie eben eine zweite Tonspur haben mit Audiodeskription. Ist auch nur eine Empfehlung. Das steht in WCAG so nicht, sondern das ist in der EN 301549 zusätzlich aufgeführt unter Punkt 10.6. Dann geht es weiter nochmal für Video- und Audio-Objekte. Längere Audioclips und Videos, die länger sind als 3 Sekunden, werden nicht automatisch abgespielt. Also Sie sollten nicht automatisches Abspielen aktivieren. Das kann man einstellen, wenn Sie ein Video angeklickt haben und dann unter Wiedergabe und dann steht hier unter Start in Klickreihenfolge, das ist gerade ausgewählt, ist okay. Automatisch wäre falsch, dann würde das Video automatisch starten beim Ablaufen lassen einer Präsentation oder beim Daraufklicken, das ist auch okay und das bezieht sich dann auch auf Tastaturbenutzer, das geht dann trotzdem. Jetzt kommen wir noch zu einem Checkpunkt für Audioclips. A1, eingebettete Audioclips haben ein Transkript als Text in der Folie, Notizen, separate Folie oder Link auf externe Webseite. Also auch hier gilt, sowas wie ein Untertitel sollte verfügbar sein. Man macht es aber als Transkript in dem Fall. Und ich habe hier einen Audioclip in ganz kurzen und da habe ich einfach drauf gesprochen. Genau, das Das ist ist ein ein Test und Test. ich habe das jetzt, weil es so kurz ist, hier drunter geschrieben, Transkript für Audioclip, das ist ein Test. Man könnte natürlich das genauso irgendwo anders über einen Link erreichbar machen oder auf einer separaten Folie, die man dann vielleicht ausblendet oder auch zur Not im Notizenteil. Jetzt geht es nochmal um eingebettete Objekte. O1, eingebettete Objekte sind selbst barrierefrei. Das heißt, wenn ich jetzt eine Excel-Tabelle hier einbette oder etwas anderes, dann sollte das natürlich barrierefrei selbst sein, weil es wird ja dann aufgerufen von den Benutzenden und das sollte dann eben auch den Standards für Barrierefreiheit entsprechen.
O2 besagt, eingebettete Objekte sind beschriftet, vorzugsweise durch Text auf der Folie, notfalls als Alternativtext. Ich habe das mal gemacht mit einem Objekt. Das ist eine eingebettete Datei, das ist ein Ping, ein Screenshot. Und da sagen wir mal, aus ästhetischen Gründen möchte ich nicht, dass da etwas drunter steht. Deswegen habe ich als Alternativtext das geschrieben, was man eben auch sieht hier. Screenshot mit dem eingebettete Datei, Doppelpunkt Screenshot mit dem Dateinamen. Das ist überhaupt nicht schön. Der Dateiname ist sehr kryptisch, 2023.02.10 und so weiter. Das ist das Datum. Das sollte man eigentlich besser machen, aber da es für alle Personen hier diese kryptische Information ist, wäre das okay, aber nicht ideal. Wie so oft. Ja, jetzt sind wir fertig mit den Vorschriften, die für PowerPoint-Folien, also alles, was gesetzlich vorgeschrieben ist, nach der BitV 2.0, die ja wiederum auf die EN verweist in Kapitel 10. Und jetzt gibt es eben auch noch wertvolle Empfehlungen, die Sie auch hin und wieder in anderen Checklisten sehen. Wir haben das hier klar getrennt, was muss gemacht werden gesetzlich und was kann sonst noch gemacht werden, was wir aber natürlich auch empfehlen. Und die Empfehlungen hier in der Tabelle, die enthalten jeweils ein E vorangestellt bei der ID. Und jetzt gehen wir das kurz durch. ED1 besagt, die Prüfung des Dokuments auf Barrierefreiheit ist erfolgt und zeigt keine Fehlermeldungen an. Ich kann die Barrierefreiheit untersuchen, indem ich auf Überprüfen gehe und dann Barrierefreiheit überprüfen, nochmal auswähle. Und ich habe jetzt ein paar Fehler. Das ist ja auch kein schönes Dokument gewesen. Da fehlt eine Objektbeschreibung. Ich kann da drauf gehen und kann das entsprechend verbessern. Es gibt auch Warnungen, manchmal über die Lesereihenfolge, manchmal über fehlende oder Audio- oder Videotitel. Die kann ich gegebenenfalls ignorieren. Zum Beispiel hier bei dem Online-Video weiß ich ja, es ist online eins vorhanden. Bei anderen Videos muss ich, das kann ich vielleicht noch zeigen nochmal, muss ich hier über, wenn ich das ein eingebettetes Video habe, das auswähle, dann kann ich unter Barrierefreiheit Beschriftungen einfügen, Untertitel, eine Untertiteldatei einfügen. Das ist ein bisschen schlecht bezeichnet. Beschriftung ist falsch, müsste eigentlich heißen Untertitel, aber das CC steht für Closed Captions, daran können Sie sich das vielleicht auch herleiten. Also diese Barrierefreiheitsprüfung ist gut, sollten Sie auf jeden Fall machen, findet aber nicht alle Fehler und manchmal sind auch Warnungen dabei, die man dann, wenn man es überprüft hat, auch ignorieren darf. Die Empfehlung ED2, umfangreiche Präsentationen, die weitergegeben werden, haben zu Beginn ein Inhaltsverzeichnis. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber das kennen Sie ja, dass es manchmal eine Folie gibt am Anfang, Agenda oder Inhaltsverzeichnis und das ist dann gut zur Orientierung, was in der Folie drin ist. ED3, jede Folie hat einen Folientitel. Dieser kommt im Dokument nur einmal vor. Da meckert sogar der PowerPoint. Die eingebaute Prüfung in PowerPoint, wenn Sie das nicht machen, ist aber nur eine Empfehlung. Aber wie gesagt, selbst wenn Sie eine Folie haben, die jetzt ganz flächig ist mit einem Diagramm oder einem Bild, dann können Sie immer noch die Titel angeben und aus dem sichtbaren Bereich herausziehen. Und das ist dann auch gut, wenn Sie zum Beispiel ein PDF generieren, dass das dann als Lesezeichen mit vorkommt für diese Folie. Und die sollten sich immer unterscheiden, die Folientitel. ED4 besagt, die Verwendung von Farben ist allgemein sparsam, also Farben nicht exzessiv einsetzen. Dann EF1, das Design ist schlicht, zum Beispiel keine übermäßige Anwendung von Übergängen, Sounds und Grafiken. Weniger ist mehr, heißt es hier. Dann EF2, es gibt keine Leerzeilen und keine leeren Platzhalter im Dokument. Also hier hatte ich ja jetzt gerade einen leeren Titel, das wäre so ein leerer Platzhalter, kann man aber auch als anderer Platzhalter, als Textplatzhalter oder so haben. Das ist einfach
unnötig, dann vor allem auch im Screenreader sich was Leeres vorlesen zu lassen. Und wenn ich zum Beispiel hier jetzt versuche, einen Abstand dadurch zu erzeugen, dass ich eine Leerzeile mache, ist das auch unnötig. Ich kann diesen Abstand eigentlich besser dadurch einfügen, dass ich hier beim Absatz einen größeren Abstand zum nächsten Absatz definiere, zum Beispiel nach dem Absatz, sagen wir 24 Punkt. Und dann brauche ich auch diese Leerzeile nicht mehr und das ist dann besser so. Ist eine Empfehlung. ES1, da geht es um Spalten. Der Zwischenraum zwischen den Spalten ist mindestens 6 mm groß und durch eine Trennlinie markiert. Das mit der Trennlinie kann PowerPoint jetzt nicht so gut wie Word. Sie könnten das einfügen von Hand, in dem Sinne Linie zeichnen und die dann als dekorativ markieren. Aber der Abstand sollte auch groß sein und das ist eine Empfehlung. ET2 besagt, die Schrift ist serifenlos, zum Beispiel Arial Helvetica und nicht zu dick oder zu dünn. Das haben wir hier zum Beispiel, hier haben wir jetzt, sehen wir gleich Calibri, das ist eine serifenlose Schrift. Dann ET3, da geht es um Hervorhebungen durch Großbuchstaben, Kursivschrift oder Unterstreichungen. Und Texteffekte treten maximal in einzelnen Wörtern auf. Also nicht ganze Abschnitte hier irgendwie markieren durch Großbuchstaben oder Kursiv. Eine Ausnahme gibt es bei diesem Leuchten. Das kann man dadurch einstellen, dass man hier einen Text markiert. Und dann kann man hier über einen Rechtsklick, zeigt es jetzt mal über Form formatieren, dann auf Textoptionen und dann kann ich Entschuldigung, hier muss ich anklicken, Textfeld. Und na, ich war falsch, ich muss schon den Text anklicken, Textkontur. Jetzt finde ich es gerade nicht. Aber Sie können sich das selber nochmal suchen. Also das heißt leuchten. Und da gibt es eine Ausnahme. Ansonsten, solche Texte, die mit Großbuchstaben oder Kursiv sind, sind einfach schwerer zu lesen, besonders auf Folien und sollten dann vermieden werden, wenn es längere Passagen sind. Dann ET4. Der Text ist linksbündig ausgerichtet, also sogenannte Flattersatz habe ich hier. Das passt. ET5, der Zeilenabstand beträgt mindestens 120%. Das sollten Sie am besten bei den Masterfolien, also Folienmaster einstellen. Hier, wenn ich jetzt hier dieses Textobjekt habe für Inhalte, dann gehe ich auf Escape, damit ich das gesamte Objekt und nicht nur einzelnes Wort markiert habe. Und dann auf Start und dann auf Absatz und dann auf Zeilenabstand mehrfach 1,2 ist schon eingestellt. Auf die Weise kann ich das einstellen. Manchmal macht PowerPoint aber auch automatisch einen kleineren, wenn es zu dicht wird. Und dann müssen Sie manchmal auch von Hand auf der Folie selber das nochmal einstellen und nachbessern. Gehe jetzt wieder raus aus der Masterfolie. So. EN1 sagt, URL tritt im Fließtext nicht als Klartext auf. Ausnahme, wenn es in der Fußzeile oder im Quellenverzeichnis ist. Stattdessen wird der Text als Hyperlink markiert und als Text in menschenleserlicher Form wiedergegeben. Habe das jetzt mit meinen Worten beschrieben. Das hatten wir vorher schon. Und als letzte Empfehlung EN2, wenn ein Link ein anderes Programm öffnet, zum Beispiel Browser, E-Mail-Programm, wird im Linktext darauf hingewiesen. Also wenn Sie jetzt einen Mail-to-Link haben, der auf eine E-Mail-Adresse verweist, dann bitte angeben im Linktext am Ende, Klammer, öffnet E-Mail-Programm oder so. Oder einfach schreiben Sie eine E-Mail an uns und das als Gesamttext machen, dann ist es auch klar, dass damit das E-Mail-Programm aufgerufen wird. Ja,
Das war's soweit. Jetzt kommt in der Checkliste nur noch die automatisch erfüllten oder ausgeschlossenen EN-Anforderungen. Das sind die, die Sie nicht beachten müssen, aber die jetzt trotzdem aus Gründen der Vollständigkeit hier aufgeführt sind, sodass Sie auch selber nachprüfen können, dass wir eben auch alle Anforderungen aus EN 301 Kapitel 10 auch adressiert haben mit dieser Checkliste. Und dann haben wir noch Quellen aufgeführt. Wie gesagt, diese Checkliste dürfen Sie weitergeben. Sie ist unter CC BY 4.0 Lizenz freigegeben und dann wünsche ich noch viel Erfolg beim Erstellen von barrierefreien PowerPoint-Folien. Tschüss!